Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Es geht weiter, wir müssen mal jetzt sozusagen mit diesem Heiler sprechen. Einfach das, was man dir sagt, und steh nicht im Weg rum. Und dann schauen wir mal, was der zum Sagen hat, ne? Ah, ich glaube, da war jetzt gerade irgendein Protokoll in diesem Boot. Den werden wir auch mal hinschauen. Fühlt sich Sonnenfall sogar noch weniger sicher an. Heiler, Heilers Eid, so. Galif. Galif, hier. Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig und schon gar keine Zeit. Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. So ein Arsch. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Diese Teile sind nicht gerade leicht zu bekommen. Zufällig haust ein Donnerkiefer im Tal der Omen, nordwestlich von hier. Ich weiß das, weil ich seine zahlreichen Opfer zusammenflicken muss. Ausreißer meistens. Wenn ich das tue, dann nicht für dich. Oh, ich erwarte gar nicht, dass du's tust. Doch ich gehe nachher zur Zitadelle zurück. Ich hab das Teil noch nicht. Okay. Aber helfen. Na, ja, bla bla bla, okay. Dann müssen wir wohl dann auf. Da hinten ist ein Donnerkiefer. Ja, gut, dann macht man das heute. Na? Recht schnell ist so ein Läufer aber auch nicht gerade, hä? Da gibt's schon Schnelleres, würde ich mal sagen. Also bin ich jetzt Fuß echt nicht unbedingt langsamer, oder? Ah, da hinten ist ein Donnerkiefer. Dann macht man den halt nochmal schnell platt. Was soll's. Hier muss es sein. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Ich hoffe nur, ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Ja, ich glaube, das sollte möglich sein, weil der ist ein bisschen groß. So. Autsch!
Autsch jetzt. Hör doch mal auf. So. Ah, das war's. Puh. Okay, wir haben ihn. Das muss ich ihn darüber bringen. Sollte möglich sein. Achso, ist der Heiler also schon rübergegangen. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal gut. Also, wo ist er? Ja. So alt war die Frau doch noch gar nicht. Ich hab dein Maschinenteil. Deal ist Deal. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Bei meinem Eid. Doch sag mir, wenn das Mädchen überlebt, wie sieht seine Zukunft aus? Besser als gar keine Zukunft zu haben. Ein erfrischender Satz. Los, tun wir das schnell. Güte hält sich so schlecht in der Hitze. Na dann. Wenn du nichts für mich hast, scher dich weg. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Na dann. Aber wenn er Arschloch ist, aber er kann wenigstens helfen. So, haben wir diese Quest auch. So, im Meridian-Dorf müssen wir den aufsuchen. Dann da die Song. Haben wir nämlich auch wieder einen ziemlichen Weg durch hier. Ah, das ist im Dorf, ne? Sonst gehen wir gleich direkt dahin. Ja, sollte möglich sein. So, dala. Angeblich ist König Avanti. Gut, der hat uns ja gerade irgendwie eine Falle gestellt. Dann sucht man den Kerli doch mal. Talana Khan Kadish. Sonnen habe ich der Jägerloge. Ah, man ja. Oh nein! Tja, damit hast du nicht gerechnet, hä? Ja, ich glaube, du bist in der Falle, mein Freund. Oh, Vernunft. Der Deal ist geplatzt. Oh, du! Wie wär's mit einem neuen Deal? Schneid mir den Finger ab oder meine Hand. Den linken Arm. Mein letztes Angebot. Was erzähl von mir? Verlockend. Aber ich will, dass du deinen Kumpeln etwas sagst. Ich und mein Speer sind ab jetzt absolut tabu. Das mache ich. Was soll ich sagen? Sag ihnen, dass du nur knapp entkommen bist. Sei kreativ. Das kannst du doch. Ich will dich nicht nochmal aufsuchen müssen. Verstanden. Du wirst nie wieder irgendwas von uns hören. Besser wär's. Sehr gut. So lobe ich mir das, ne? So, das wäre natürlich Hauptquest. Aber wir haben noch eine Nebenquest und zwar zum Wilgund müssen wir zurückkehren. Der ist ja auch da oben. Was ist eigentlich das? Achso, Scheuerfels, wie schon gerade habe ich da angegriffen. Okay. Müssten wir auch noch hier. Dann müssten wir auch noch hier. Jetzt gehen wir erstmal das erste da zurück. Das dauert sonst echt zu lang. Das geht wesentlich schneller als wie mit dem Aufzug zum Fahren. So. Ja, jetzt werden wir dann gleich Level 47. Also dauert nicht mehr lang. Ich weiß nicht, ob die Quest schon lang, ich glaube fast nicht. Und ich denke mal, dass wir mir so die DLC-Quest wirklich so kurz vorm Schluss machen werden. Ja. Kurz vorm Schluss. Gut, genau, das war der Kerli. Tatkräftige Abenteurer!
Vorzugsweise. Fremde! Du wirkst, als ob. Hey! Warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Wie war es denn? Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet. Die zahmen Maschinen. Es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig. Es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler. Das bringt was ein. Hier, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Wow. Ein Arsch. Ja, 3000. Ah, krieg mal das hier. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit... Nicht ganz, nicht ganz. Okay. So, wir haben jetzt hier noch... Das ist... Genau, wir haben nicht mehr viel. Das heißt, ich muss jetzt da noch Scheuerfels. Jetzt muss ich mal schauen, wo Scheuerfels ist. Das haben wir doch vorher mal gelesen, oder? War das nicht irgendwo... Aber war ein Scheuerfels? Wo war Scheuerfels? Freihalde... Hochofen, Sonnenfall, Wappenbrück. Ja. Sonnenfels. Ich glaube, ich war da auch schon mal, ne? Südlicht. Ja gut, Mutterherz kann es auch nicht gewesen sein. Das Bahnhof-Lager. Boah. Ist es da? Na, das habe ich doch aber schon gelesen, oder? Okay, pass auf. Das müssen wir jetzt anders machen. Wir müssen jetzt alles ausmachen. Außer Siedlungen. Sonnenfall. Ich muss aber noch... Scheuerfels. Das kenne ich aber schon. Pass auf, da kriegen wir gleich hin. Anwesend. So ein Scheuerfels. Ich dachte, das kenne ich. Nee, Gott, da unten nicht. Habe ich das echt noch nicht entdeckt? Ich meine, dass ich das schon gesehen habe. Na, warte mal, da haben wir ja auch noch was, ne? Was die Dinger sind. Nee, schaut nicht so aus. Dann haben wir immer bloß so Tore wahrscheinlich. Was ist das in diesen... Na, schwierig. Schwierig. Na ja, gut. Auf unentdeckt macht man auf jeden Fall an. Händler nicht. Lagerfeuer macht man okay. Das müsste jetzt wieder passen. Das heißt, da haben wir eh noch eine Figur. Das heißt, wir müssen jetzt eh langsam mal schauen, dass wir da rüberkommen. Am besten wäre es aber auch wirklich von da aus, ne? Ja, komm, das macht man jetzt. Dann haben wir gleich noch diese Figur, dann haben wir nur eine metallene Blume. Dann haben wir da dieses Lagerfeuer da drüben entdeckt und dann sollte es eigentlich ganz gut hier haben. Würde ich jetzt mal so behaupten, ne? Okay. Denken wir, dass ich hier weitergehen muss. Genau. Da oben ist das Lagerfeuer. Aber da können wir nämlich hier drüber gehen, weil das andere, glaube ich, ist einfach eine Schlucht. Wir brauchen übrigens wieder Fuchshaut. Wollte ich bloß mal so gesagt haben. Ratzenknochen braucht man ja. Ja, mit normalem Pfeil, Junge. Jetzt sollte ich doch mal so einen Beutepfeil holen, ha? Ah, Rattenknochen, was ist der? Haben wir schon mal was?
Das heißt, pass auf, der ist da oben. Das heißt, wir müssen da rüber, ne? Okay. Ja, dann holen wir uns einmal das Lagerfeuer. Kleine zähe Pflanze, du wirst mir sicher helfen. Oh, Scheiße. Erwischt. Na komm. Gut. Einen haben wir noch. Sehr gut. Arm. Und Stufe 47 haben wir auch noch erreicht. Ja, tipptopp. Das ist Nummer, oder? Na gut, dann komm mal her. Erwischt. Oh, da ist nochmal einer. So, fertig. Danke. Ach, leck mich. Ciao. Wie viele Maschinen da halt einfach kommen, ne? Brutal. So. Haben wir das. Ah, da ist die Blume. Gut, holen wir uns gleich mal die Blume. Ja, schaut schon wieder so aus, ob da irgendein krass Viech am Start war, ne? Dass da schon wieder Donnerkiefer ist. Da hätte ich mal sowas von keinem Bock gerade drauf. Gut. Dann schauen wir uns das da oben mal an. Oh, schneiden, ne? Vielleicht sollten wir uns einmal an das Outfit anziehen. Ah, Blümchen. Okay, haben wir Glück gehabt. So, und da haben wir jetzt dann sozusagen gleich das nächste, was wir brauchen. Diese Figur. Man sieht schon, die müsste also irgendwo da oben sein. Okay, wir müssen da jetzt aber diesen Ding überwinden. Ah, da kann man, glaube ich, so rum. Sehr gut. Oh, ist ja gar nicht tief. Man hat der Kuh jetzt richtig lässig rüberschwimmen. Pustekuchen. Das wollte sie nicht. Okay, wir müssen jetzt da irgendeine Stelle zum Klettern finden. Das ist natürlich die Frage. Oh. Ah, ich hasse es. Man muss aber, glaube ich, immer ein bisschen so diesen Weg zurückverfolgen. Da geht es, glaube ich, dann rauf zu der Figur. Da geht es dort zur Figur.
Immer ein bisschen schwierig, Digga. Na. Oh, der ist halt an mir verloren, ne? Also meistens. Aber ich glaube, an diesen Vogel kann ich mich erinnern. Das ist sowas, was mir im Gedächtnis blieb ist, glaube ich. Ja, doch, ich glaube, der Vogel ist mir im Gedächtnis blieb. Weil, ich weiß nicht warum, aber... Ja. Den habe ich sogar, glaube ich, bei meinem ersten Durchlauf ziemlich zum Schluss gemacht. Da, da haben wir die Figur. Wo schnell gegangen. So, und wo geht es jetzt da hinten noch weiter? Na gut. Wir hätten jetzt da dann noch die Möglichkeit, dass da hinten zu diesem Dorf geht. Vielleicht muss ich das ja erst noch finden. Ja? Ich weiß leider nicht mehr, wo dieser Questgeber war. Na, schauen wir halt einmal. Was soll's? Was haben wir schon zum Verlieren? Was haben wir denn schon zum Verlieren? Nix. Aber wir haben ja vorher, also in die einer von den letzten Folgen, da war ja der Rost. Also mit dem Rost haben wir ja nochmal gesprochen am Grab. Sie hat nicht wirklich viel erzählt, ne? Sie hat wirklich fast gar nichts erzählt. Also da zeigt es einmal, dass wir mich halt echt fast nur kurz Story gespielt haben. aber danach geht Schlag auf Schlag, das sage ich euch jetzt schon. Danach Schlag auf Schlag und dann sind wir durch. So, was ist da hinten? Lagerfeuer entdeckt. Wo sind wir denn hier? Scheuerfels. Hello, hello. Ja, pass auf, wir haben hier ja die Grenzsiedlung Scheuerfels wird von Grau, habe ich da. Was könnte diese Angriffe verursachen? Ja, warte mal. Vielleicht müssen wir mal mit denen da drin dieser quatschen. Dieser Angriff hätte die Stadt zerstören können. Jetzt müssten wir vielleicht einmal erstmal jemanden finden, der womit wir da drüber quatschen will. Maybe. Oder auch nicht. Irgendwie will keiner mit mir quatschen. Also diese Quest ist anscheinend gerade pausiert, warum auch immer. Jeder einzelne von uns hätte sterben können. Alora, die könnten meine Schmiede nicht von einem Lagerfeuer unterscheiden. Du bist da, Depp. Naja, gut. Also zumindest hätten wir Scheuerfels gefunden, aber irgendwie... Also entweder backt die Quest, keine Ahnung. Da gibt's halt gar nichts, ne? Wird von Grauhabichten angegriffen. Da hat er einen Haufen Erfahrungspunkte gegeben, gell? Aber... Ich habe halt keine Ahnung, wie das da jetzt hat, wie man das wieder auslösen soll. Ja gut, also auf eine Quest kommt jetzt, auf eine so eine Quest kommt jetzt auch nicht mehr drauf an, sag ich jetzt mal. Gibt Schlimmeres. Okay. Ja gut, aber da hätten wir nur die Blume, gell? Die mag ich noch haben. Die mag ich in dieser Folge noch haben, Leute. Punkt. Ich hoffe, dass die so einfach zum Erreichen ist. Fuchs! Er ist direkt auf mich zugekommen. Ich hab nichts dafür, Kinder.
Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das stimmt. Ah, jetzt fühle ich mich wohl, leid. Alles wieder aufgefrischt hier. Oh. Freund oder Feind? Ah, wahrscheinlich Feind. Dann kennen wir uns jetzt ja. Außen. Okay, haben wir. So. Oh je, ich sehe schon wieder Vögel. Ich sehe sogar, glaube ich, einen großen Vogel. Ach, warum immer bei diesen Blumen? Das schnell zu Ende bringen. Also es ist kein Problem mit diesem Vogel, ne? Aber es dauert halt wieder. Es dauert halt wieder. So. Da können wir uns aber einfach die Blume snacken und abhauen. War jetzt auch dafür, ne? War vollkommen okay. Ah, der Vogel fliegt genau drumrum, ne? Ich glaube, den werde ich nicht los. Jetzt zickt er mich gleich. Yep. Hier gibt es nichts zu sehen. Fliegen Sie weiter. Ach, leck mich. Na dann. Lief mal einfach nicht. Mit dem Vogel muss ich natürlich jetzt nur platt machen, ne? Das hilft jetzt nichts.
Komm schon! Okay. Also die Blume misst man wohl oder übel beim nächsten Mal finden. Weil irgendwie, glaube ich, kann die ja überall sein. Das ist so das Problem. Oder kriegen wir so? Was meinst du? Kriegen wir die Blume nur in der Folge? Ja, hier. Wir kriegen's. Easy. Wupp, wupp. Wir haben es geschafft. Wir haben die Blume gekriegt. Oh, Set 2 ist komplett voll. Oh, schön. Okay, dann haben wir da jetzt nur. Wir haben bloß noch 3 Blumen, Leute. Dann haben wir alles voll. Easy. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden in der nächsten Folge vielleicht sogar die Sets voll machen. Und aber dann auch wahrscheinlich eine neue Quest dann anfangen. Vielleicht auch mal eine Hauptquest. Vielleicht mal was anderes. Ne? Wir werden sehen. Macht es gut. Habi die Ehre.